Damit herzlich willkommen in der Freitagsfolge der Farming Nerds. Guck mal einer Schau, so schnell kann eine Woche rum sein. Aber naja, immerhin, wir haben noch eine Viertelstunde und die wollen wir nutzen mit euch gemeinsam, liebe Farming Nerds Gemeinde. Schön, dass ihr wieder da seid und wir sind auch vollständig, ja, heute mit Heidi, Flo, Bonkers und Tobi. Hi. Hallo. Hallo. Grüß Gott. So, und wir waren gestern in einer Riesendiskussion stehen geblieben und haben dabei vollkommen die Uhrzeit vergessen. Da ging es nämlich um unsere Regierung, die gerade Mordsprobleme hat, Entscheidungen treffen zu müssen, die natürlich alle immer scheiße finden. Bonkers war noch nicht ganz fertig. Du hattest noch eine These. Ich glaube, ja, es ging um den Irrglauben, dass nur einer entscheidet und so weiter und so fort. Ach ja, genau. Die ganzen Maßnahmen, das sind mehr oder weniger nur die, so meiner Meinung nach, nur die Aktion, die man anhand von dem Wissen, was man genau zu diesem Zeitpunkt hat, halt erledigen kann. Wie, ob es wirkt oder nicht, ob sie sinnvoll waren oder nicht, sieht man halt erst 3 Monate später. Und das ist halt ein Riesenproblem. Nur weil man jetzt meint, dass eine Maßnahme nicht gefruchtet hat, dass sie gleich schlecht war, stimmt nicht. Du hast die Daten, dass du es so halt nicht machen kannst. Deswegen ist es nicht, dass sie falsch ist. Warum schmeißt die Kartoffeln? Hätte man im ersten Lockdown gleich wirklich richtig Lockdown machen sollen? Also das der Sache, der wir jetzt gerade nachhängen, hätte man wirklich sagen müssen, so alles klar, Türen zu. Wir machen jetzt einfach mal 3 Monate Pause. Also meiner Meinung nach im Nachhinein ja. Ich könnte mir vorstellen, dass da eine ganze Menge gut gegangen wäre. Meiner Meinung nach war es auch falsch, Weihnachten offen zu lassen, weil ich kann mir vorstellen, dass die Zahlen, die jetzt da sind, durch Weihnachten und Neujahr kommen. Aber ich denke, die Wirtschaft darfst du halt nicht vernachlässigen. Also das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Gratwanderung, weil den Leuten ist auch nicht geholfen, wenn Krankenhaus- und Wirtschaftssysteme zusammenbrechen. Und die beide sind halt nun mal stehen gegenüber. Mhm. Die Interessen von der Gesundheitsgeschichte und den Wirtschaftsinteressen. Meine Meinung. Ja, fragen wir doch mal in Richtung Hotelgewerbe zu Heidi. Wie ist denn das, wenn so eine komplette Branche still steht? Habt ihr mal was von anderen Hotelketten gehört? Wie die damit umgehen? Jetzt will sie nicht mehr mit mir reden wahrscheinlich. Ich kann jetzt gar nichts dazu so richtig sagen, wie es anderen Ketten geht. Wie ist es bei euch? Muss doch gefühlt Stillstand sein. Ja, nicht nur gefühlt. Ich meine, gerade jetzt in diesem ganz strengen Lockdown und also ich sag mal, der Business darf ja, aber ich meine, zu Weihnachten hat man auch keine Businessgäste. Also es war wirklich ganz schlimm und es wird auch weiter ganz schlimm sein. Und inwieweit das aussehen wird und wie man das überleben wird und so, das muss man alles sehen. Also das ist das tatsächlich wahr. Es geht ja nicht bloß darum, irgendeinen Schaden abzuwenden oder so, sondern echt ums Überleben und zwar auf beiden Seiten, also wirtschaftlich und gesundheitlich. Mhm. Für viele Leute. Das ist echt unschön, ne? Ja, es ist schwer. Also so was mich am meisten bei der ganzen Nummer aufregt, ist, dass die Leute, die der Regierung jetzt versagen bei den Corona-Maßnahmen vorgeworfen hat, weil sie nicht streng genug waren. Da kenne ich viele, die die gleichen sind, die im Sommer noch geschrien haben, das ist alles Quatsch. Ja. Ne? Und das ist das, was ich nicht verstehen kann, wie wenig reflektiert manche Leute sind. Na, nimm doch diesen Typen von der AfD, ja, ist gerade nach Corona aus dem Krankenhaus entlassen worden und sagt jetzt, gibt's gar nicht Corona. Ja, also keine Ahnung, was man dazu noch sagen kann. Meiner Meinung nach ist er in seiner ganzen Umgebung da falsch. Also sprich Bundestag oder Politik, weil man muss aus Fehlern lernen können oder man muss auch mal offiziell sagen können, ey, ich habe mich geirrt. Mag ja sein, dass Corona gibt, ne? Und wenn das nicht möglich ist, dann ist man da falsch irgendwie. Muss doch lernen aus Fehlern oder nicht. Vielleicht sehe ich das so falsch, keine Ahnung. Ja, manche Leute checken es aber nicht. Ja. Das ist der Nachteil, wenn es um Legislaturperioden geht und Meinungen anstatt um Fakten. Tja.
Politiker möchte man auch nicht sein. Nee, so oder so nicht, ob gut oder schlecht, weil kriegst sowieso alles ab, was der Bevölkerung gerade nicht passt. Ob du schuld daran bist oder nicht. Ja. Ich glaube aber auch nicht, dass du Deutschland hättest erklären können, dass Weihnachten ausfällt. Das ist halt die Frage. Ich bin mir schon fast sicher. Ich stelle einfach mal die These auf, dass die schon wussten, dass das in die Hose geht mit Weihnachten. Du hättest es aber keinem erklären können. Ich bin mal da ein Problem, das ist der. Also ein Problem, aber es ist halt in dem Fall nachteilig der Schengen-Raum. Hättest du es so gemacht wie Taiwan oder Neuseeland, die da, oder auch China zum Beispiel, extrem krasse Einreisebestimmungen haben, du dann erst 2 Wochen in Quarantäne musst und die Tests und das auch wirklich nachverfolgt wird, also nicht wie bei uns, oder du in staatliche Hotels kommst, in Australien ist ja glaube ich auch so, und hättest du im Land halt eine Kontaktverfolgung gemacht und im Sommer oder nach der ersten Welle das, sag ich mal, ausgerottet, dann hättest du es halt gut kontrollieren können. Und ich meine, bei den Ländern ist es ja so. Da ist jetzt virusfrei, die feiern wieder normal und so. Aber das kannst du halt wegen Schengen nicht machen. Ja. Und also du könntest ja auch in Deutschland nicht flächendeckend so Grenzkontrollen, hast du das Personal gar nicht mehr. Also das. Aber dementsprechend hätte man vielleicht früher reagieren müssen oder die Schulen auch, um das ein bisschen mehr unter Kontrolle zu halten. Das ist halt im Winter, wenn das schon so viele Zahlen sind und so, ist es dementsprechend schwierig, ne? Ja. Du kannst ja, ich meine, meine Mutter ist Lehrerin und sie macht Unterricht von zu Hause, sie ist aber auch technisch sehr bewandert und probiert viel Neues aus und ist da auch sehr engagiert, wenn es darum geht, neue Wege zu finden, weil sie aus dem Ingenieurwesen als Quereinsteiger gekommen ist. Meiner Meinung nach liegt das daran. Aber es gibt halt immer noch die Situation, dass es den Schulen digital gar nicht so gut geht. Also die schaffen das häufig gar nicht. Gerade Gesamtschulen und sowas. Den Unterricht digital zu machen, geschweige denn, sind viele Lehrer darauf trainiert, solchen Unterricht durchzuziehen. Ja, die technische Infrastruktur gibt es ja auch gar nicht her. Ich weiß das bei mir, eine Kollegin aus dem Sender, die hat 2 schulpflichtige Kinder und da ist es halt leider so, dass die sollen ihre Daten aus der Schulcloud bekommen und sollen sich dann irgendwelche Arbeitszettel ausdrucken. Die kann man nicht runterladen, man kann in der Cloud nur auf Drucken drücken, aber das ist leider nicht möglich, weil die Cloud selber dann sagt, geht nicht. So, und dann kommen die halt irgendwie zu uns in den Sender, da geht's dann aus Versehen. Und das ist ganz schlimm, wirklich. Und man muss da auch gleichzeitig wieder dazu sagen, es gibt einkommensschwache Familien, die können sich so einen Drucker gar nicht leisten. Was machst du denn dann? Kreuz auf dem Monitor? Es gibt einkommensschwache Familien, wo die sich noch nicht mal einen Computer leisten können. Wo es gerade mal 1 oder 2 Handys gibt in der Familie. Ja, das muss man überlegen. Und da bist du dann einfach komplett benachteiligt, bildungstechnisch. Und das kann irgendwo nicht sein. Das Problem haben wir schon die ganze Zeit. Also da machen wir jetzt auch gerade ein ganz großes neues Feld zur Diskussion auf, weil Bildung gibt es heutzutage nur noch gegen Cash. So sieht's aus. Ansonsten kriegst du die. Und viele Leute können sich Bildung nur leisten, wenn sie schon Geld haben in der Familie. Das ist jetzt nicht, ist jetzt wirklich kein gutes Beispiel, aber ich hatte das Problem, im Studium nebenbei arbeiten zu müssen. Das hat mir unfassbar viel Zeit genommen. Wenn ich jetzt überlege, dass das jeder machen muss. Ja, es müssen ganz viele machen, die nebenbei arbeiten gehen müssen, um eine Art Lebensstandard haben zu können. Ja, um überhaupt die Miete bezahlen zu können oder das Essen, weil es halt keine Förderung gibt. Ne? Aber jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, Corona. Es gibt auch jetzt zur Zeit die Leute, die über Fremdfirmen zum Beispiel Kellnern gehen oder so. Ja. Fällt alles weg. Ja. Es gibt Leute, die im Museum Führungen durchführen. Dürfen sie nicht. Genau. Leute, die Zimmer putzen. Welche? Richtig. Das sind so viele Schicksale, die einfach daran hängen.
dass das Ganze schnell vorbei ist und dass das vernünftig durchgezogen wird und einfach eine Stütze da ist. Ja, aber dann müsste man doch eigentlich in diese Skiorte fahren und diesen ganzen Typen, die da vorbeikommen, mal so richtig eins auf die Klappe geben. Weil ich mir jetzt überlege, dass, ich habe es heute gerade wieder gelesen, wir haben ja diese ganzen Nachrichtenagentur-Ticker, die bei uns durchlaufen. Und jetzt wird schon wieder gemeldet aus den Skigebieten, dass die Angst haben, dass jetzt wieder die Urlauber kommen. Dass das wieder überrannt wird. Ja, weiß ich nicht. Da muss man einfach, also weiß ich nicht, vielleicht muss man wirklich mal die sagen ja immer, wenn es gibt eine Ausgangssperre oder eine Ausgangsbeschränkung und wer sich nicht dran hält, der muss halt zahlen. Ja, da muss man halt mal irgendwo 15.000, 20.000 Euro Strafe ausloben. Das sehen dann hoffentlich genug und dann werden einige meckern, ja, der Staat, der nimmt uns jetzt alles weg und dann bleiben sie aber wenigstens hoffentlich zu Hause. Ja, leider geht das nicht anders, außer mit scharfen Maßnahmen. Naja, das ist halt das Problem. Der Mensch lernt das erst, wenn er mit der Pranke auf die heiße Herzplatte langt. Genau. Aber ich habe jetzt, also ich finde, es wird auch zu wenig generell durchgesetzt, abgesehen von Strafen. Ne? Also gerade am Anfang gab es da an den Flughäfen gar keine Kontrollen irgendwie. Und jetzt habe ich gerade von einem Bekannten wieder gelesen, der in Kurdistan war. Du musst dich zwar auf dieser Website anmelden, einreiseanmeldung.de, und dann steht dann, ja, du musst in Quarantäne und dich testen lassen und so, aber es kontrolliert auch keiner. Der ist da am BE angekommen, ausgestiegen, nach Hause gefahren, also Passkontrolle, nach Hause gefahren, das war's, ja. Ob der jetzt in Quarantäne bleibt oder so, kontrolliert keiner. Oder direkt am Flughafen vielleicht einen PCR-Test machen. Okay, der sagt dann nichts aus über die letzten 72 Stunden, wenn du dich da erst infiziert hast, aber meistens ist man doch ein bisschen länger weg. So, ne? Also. Ja, am schlimmsten finde ich trotzdem einige offizielle Leute, beziehungsweise Service-Mitarbeiter, die sich zwar offensichtlich dran halten, was gesagt wird, aber das komplett zwecklos ist. Ich bin zur Prüfung am Freitag mit dem Zug gefahren, mit der Deutschen Bahn, und zu diesem Zeitpunkt waren zwei Zugbegleiter drin, da ich meinen Augen nicht getraut. Also die eine war, von der brauchte ich dummerweise einen Fahrschein, weil der Automat in Jüterbock kaputt ist. Die hatte einen Netzschal. Kennt ihr die Dinger? Die so wo du so eine wie so eine Gase, die du vors Fenster machst, damit keine Mücken reinkommen. Und die zweite, die musste dann, ich bin da mit ihr mitgelaufen, weil ich halt mit der Karte zahlen wollte, mit der EC-Karte, hat sie das Gerät nicht mitgehabt, komme ich an der zweiten Zugbegleiterin vorbei, die da nur mitgefahren ist. Die musste husten, hat die Maske runtergezogen. Ich denke, ja, komm, also, dann kannst du es auch lassen mit der Maske. Ja. Das verstehe ich nicht. Also dieses, quasi, ich sag's jetzt mal, sicherlich nicht alle, aber dieses Anwaltsscheiß, dass man sagt, okay, es ist, wurde gesagt, muss eine Maske tragen, also trage ich eine Maske, dass die nichts bringt, das ist denen dann völlig egal. Hauptsache, sie haben das Wording halt befolgt, ne? Lustig finde ich auch diese Häkelmasken, also, wo sie Loch an Loch und ist doch vor mir Sicht eine Maske. Ja, sowas, ne? Total gehabt. Also, ich verstehe das nicht. Das sowas würde ich halt. Keine Ahnung. Und da du in Deutschland halt nicht darauf wetten kannst, dass die Leute den Zweck der Maske erfüllen, sondern nur einfach nur sagen, okay, dann setze ich halt irgendwas auf, was man Maske nennen kann. Ja, dann müssen wir vielleicht am Ende des Tages doch noch an unserer Gesellschaft machen. Ja. Sehe ich auch so. Aber die Kultur in Deutschland ist es dann ja auch gleich zu sagen, wenn du sagst, ey, jetzt haltet euch doch mal an die Regeln. Oh, der feine Herr Blockwart, ja. Der berichtet dann gleich wieder. Ja, sowas zum Beispiel. Aber dass der da um Gesundheit und Leben geht und unversehrtes Leben auch später noch. Die Spätfolgen dürfen wir ja nicht vergessen, auch wenn man jetzt nicht Risikogruppe ist. Tja. Das wird halt aus Bequemlichkeit ausgeblendet, habe ich ganz oft festgestellt. Naja, es ist, solange es mich nicht betrifft, ne? Also, dann ist es ja egal. Und dann wenn es jemanden betrifft, dann sind es halt die Politiker, die hätten schon was machen sollen vorher. Das ist halt niemand selber. Also, ich will den Menschen kennenlernen, der sagt, ich hatte keine Maske getragen und jetzt habe ich die Scheiße. Jetzt habe ich es in die Familie getragen, ich habe es selber und ich hätte mal lieber eine Maske tragen sollen. Geben. Ne? Den wird es nicht geben. Und das ist ein Riesenproblem. Ja. Und wenn er es sich nur selber denkt, dann ist es was ganz anderes. Aber
Ja, brisantes Thema auch heute wieder bei den Farming-Nerds. Liebe Farming-Nerd-Gemeinde, was haltet ihr denn eigentlich davon? Habt ihr da eine Meinung dazu? Maske tragen, ja, nein, bringt das was? Und vor allem, was müssten wir als Gesellschaft vielleicht mal an uns ändern, damit sowas besser funktioniert und wir alle gemeinsam in so einer Ausnahmesituation, ich will jetzt gar nicht die nächste Pandemie raufbeschwören, aber dass wir alle gemeinsam in einer Ausnahmesituation vielleicht besser aufeinander aufpassen und besser miteinander umgehen. Schreibt es uns gerne in die Kommentare rein. Warum sage ich das? Weil ihr ein ganzes Wochenende dafür Zeit habt. Hm? Das war sie nämlich. Die Freitagsfolge der Farming Nerds. Ihr habt sie gerade gehört. Unsere Gewerkschaftsente. Hm? Also, lasst uns eure Meinung da und man kann sonst noch so Sachen machen und die Farming Nerds haben sich in dieser Woche ganz viel Mühe gemacht, denn jeder darf was sagen. Also, ich habe Kommentare gesagt. Was muss man noch machen? Ich sag Däumchen wären Träumchen. Abo wären Traum. So. Ja, und vergesst die Glocke nicht. Ja, wir können das sogar im Quadronat, oder wie das heißt. Na, wie auch immer. Das war's. Das war im Patronat? Was? Patronat? Hä? Ich weiß nicht. Vier gewinnt. Vier gewinnt. War eine geile CD übrigens von den Fantas, muss man sagen. Ja. Patronat? Was? Nein, vier gewinnt. Ach so, Entschuldigung. Daumen hoch war das. Daumen hoch war das, ganz, ganz genau. Also ihr Lieben, schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und vernünftig und ja, vielleicht, wenn es nicht unbedingt sein muss, auch einfach mal zu Hause. Ist auch ganz schön, habe ich persönlich festgestellt. Schützt euch und andere. Richtig, bis nächste Woche, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.